Hallo. Das ist schlecht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 92. Wir starten mit einem wunderschönen Kopfschüttelmoment. Da sitzt er seelenruhig und spielt am Handy. Tic-Tac-Toe, mal gucken. Ja, wir wollen raus. Ich find's hochfaszinierend, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser Audi-Fahrer denkt, das sei ein adäquater Parkplatz. Nicht irgendwie am Rand, dass noch jemand rausfahren könnte. Nein. Schön schräg das Auto immer vom besten Winkel präsentieren. Ich möchte hier sitzen. Immerhin springen sie direkt, heben entschuldigend die Hand und fahren direkt weg. Ja. Keck. Hui, da kommt ein roter Flitzer die Auffahrt hoch. Kommen wir zu so einer Szene, wo sich gefühlt jeder mal fehlverhält, unter anderem auch ich. Ich komme hier an mit 113 und will da den Ford überholen. Ich blink links. Links ist aber einer, also will ich den auch vorbeilassen. Und der hinter mir so. No, permission denied. Also, nochmal kurz warten. Links blinken. Ah, von hinten kommt ein schneller an. Also den auch noch vorbeilassen. Da hätte ich, glaube ich, fahren können. Meine Fresse. Und jetzt wäre die Lücke da, aber ich muss ja zum Glück nicht die Spur wechseln, weil der vor mir hält sich an das Rechtsfahrgebot. Richtig? Richtig? Jetzt denkt sich der hinter mir, rechts überholen, das ist geil. Also denke ich mir, alles klar, ich muss doch überholen. Jetzt kommt aber links schon wieder einer. Ah! Nö, da denkt man, boah, ist das ein heißer Ford gewesen. Und dann merkt man, neben einem fährt ein wirklich heißer Ford. Ist doch klar, der parkt vorwärts auf dem Bürgersteig ein. Soll man der da macht? Nice. Na, Horsi, sind wir am Träumen? Aber wie ich es hinterher sehr passend formuliere. Ich kann nicht mal klicken. Das sehen wir selten. Gucken wir uns mal den Clip an und denken wir uns, Horsi ist ein richtiger Arsch. Das dachte ich mir nämlich, als ich die Frontperspektiven gesehen habe, auch. Ich habe schon so häufig gehabt, dass Leute sich aufgrund von solchen Situationen sich über das Verhalten des Dashcammers aufgeregt haben. Vorm Bildschirm ist das ziemlich einfach. Aber wenn man in der Situation ist und auch die Heckperspektive sehen kann, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Lasst doch die Szene jetzt mal auf euch wirken. Na, was würde er sagen? Bin ich jetzt zu weniger Prozent der Keck? Der hat auch keine Ahnung, wo er lang will. Ach du Scheiße. Apropos Szenen, wo ich ein Keck am Bienen bin. Elegant. Nein. Einfach nein. Ja, hier habe ich es halt einfach verkackt. Da steht ein Schild. Aber ich muss ganz kurz mal sagen, das ist eine richtige Gefahrensituation und ich schaffe es perfekt, den Schlupfpunkt des Reifens zu treffen.
Nimm das, Leute, die immer sagen, ich würde komplett voll in die Eisen hauen. Das stimmt gar nicht. Wenn es knapp wird, kann ich es auch anders. Blinkerwasser. Was für Blinker? Direkt mal testen. Ja, also ich habe jetzt. Es ist halt, glaube ich, sinnvoller. Wenn ich als wenn er einfach an mir vorbeigefahren ist. Alter, da ist eine Lücke. Hey. Na, wollte man einen armen Sack sehen? Achtet da vorne auf den hellblauen Hyundai. Und jetzt fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit auf den rechten Bildrand. Hm? Achso, ja, da muss die Polizei als Fußgänger, ohne Blaulicht. Aus dem Gemüse. Sagt man das? Ohne Blaulicht. Bringen wir gerade mal zwei Straßen weiter. Was sehen wir da? Ist das schon die richtige Straße? Na, kennt ihr das, wenn ihr auch schon irgendwas ahnt? Also hier rechts geht's zum Bachelor. Ja, nee, hier war ich durch. Also. Ich hab schon damit gerechnet. Achtung, fährt er durch. Und springen wir nochmal in die Isabella. Einmal habe ich da einen Clip, wo es fast raschelt, weil der eine nur einmal seinen Blinker antippt und der andere dann bei einem schlampigen Schulterblick dessen Spurwechsel nicht wahrnimmt. Und hier haben wir eine Szene aus der Isabella, wo man mal wieder sieht, dass man mit einem Oldtimer sehr viel mehr Rundumsicht haben sollte, weil ohne Gurt- und Kopfstützen würde der hier, der mit knapp 110 bei erlaubten 60, ohne Rücksicht auf Verluste, bei einem bereits rechts blinkenden Auto vorbeiballert, ein richtig schönes Krankheitsbild produzieren. Guckt mal, wie ich mich bei meinem Spurwechsel umgucke, dass nichts passiert. Und das mache ich immer so. You can't park this, huh? Ja, der ist aber an die Leitung gekommen. Der dahinter muss jetzt noch nicht mehr da wegkommen. Bild ist ausgefallen. Na gut, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch mit dem einzigen Fehler, den die A139 bei mir je hatte, der rausgepatcht wurde, aus der Folge 92 zu entlassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Horsey.